Ja. Ah, das ist komplett der MJ gegen die Knicks-Moment, als er da gedoppelt wird an der Baseline. Was geht ab, Freunde? Wir ziehen uns heute die 20 besten Plays aus der vergangenen NBA-Woche rein. Ich habe zwar eine Menge NBA gesehen, aber weiß, um ehrlich zu sein, überhaupt nicht, was in diesen Top 20 jetzt vorkommen könnte. Wir haben hier das Lakers gegen Warriors-Spiel, was angezeigt wird. Und stimmt, was mir gerade einfällt, wir haben höchstwahrscheinlich den Block von Austin Reeves gegen Klay Thompson. Wir werden ein bisschen die Splash-Dreier von Klay Thompson in der Crunch-Time haben gegen die Lakers. Es gab einen sehr guten Dunk von LeBron auch in diesem Spiel. Also alleine aus dem Game sind mir jetzt drei Highlights eingefallen. Deswegen lasst uns gar nicht groß rumlabern, sondern wir fangen einfach direkt an. Hier war Klay. Ach so, ich wollte schon sagen. Okay, war ein Putback. War das Kuminga? Ja. Kuminga mit einem sehr, sehr sicken Putback. Einfach mit einem Schritt. Also hier nochmal der Klay-Fehlwurf. Ja, und dann Kuminga hat schon mächtig. Er hat schon heftigen Bounce, wollte ich sagen. Oh, Brandon Ingram. Oh, uff, den hatte ich noch überhaupt nicht mitbekommen. Das war ein sicker Dunk von Brandon Ingram. Wow. Aber aus dem Nichts geht er da so hoch. Damn. Okay, das war nice. Deswegen sind die Top 20 immer mal wichtig anzugucken, weil man einfach oft mal was auch gar nicht gesehen hat. Und Yeka Okongwu, mieser Shotblocker und insgesamt sehr krasses junges Talent, wo man auf jeden Fall die Augen drauf haben sollte. Uff, der war tough. Schöner Stil von Slow-Mo. Ja, dafür sind die Grizzlies halt gut, ne? Also, die sind halt nicht nur sehr, sehr gut gerade und besiegen viele Teams, sondern die sind auch einfach verdammt athletisch und spektakulär, abgesehen von Slow-Mo. Und ja, das ist fast schon Standard-Break für die Grizzlies. Okay, was haben wir hier? Die Nuggets mal mit einem Highlight. What? Hä, was war das denn für ein Assist? Ey, jetzt no offense, aber das sah fast so aus wie so jemand, der noch keinen Behind-the-Back-Pass kann und der den dann aber unbedingt mal ausprobieren will und dann verreißt er so seinen ganzen Oberkörper, damit er auf jeden Fall rumkommt. So sah der Pass aus meiner Perspektive. Ich weiß nicht, warum er ihn so komisch gepasst hat, aber ey, es führt zum Erfolg und ich werde jetzt nicht so anmaßend sein und sagen, dass ein NBA-Spieler irgendwelche Skills nicht hat. Also die Standards sind im Basketball, also jeder sollte eigentlich einen Behind-the-Back-Pass können. Und das war ein nicer Dunk. Das kann dann wiederum nicht jeder. Das kann ich nur in meinem Kinderzimmer auf einen kleinen Dunk von Toys R Us. Und selbst dann wird's tricky. Damn. Wie ist der Herbert Jones? Ey, über das Spiel haben wir dann am Ende gar nicht geredet, ne? Aber ich hatte nur gesagt, dass ich das gesehen habe, aber wir haben dann gar nicht auf die Highlights reagiert, my bad. Ja, war ein heftiges Game für Ayton und insgesamt ein sehr, sehr krasse Machtdemonstration für die Suns und auch für Ayton so ein bisschen die Rache. So ein bisschen die Rache natürlich für Ayton auch damals mit dem Block. Wann war das? War das Game 5, der Block von Giannis? Oder Game 4? Manchmal verwechsel ich das. Nee, der Alley müsste gewesen sein, also der Steal gegen Booker und dann der Alley, das müsste Game 5 gewesen sein. Dann war der Block wahrscheinlich Spiel 3 oder Spiel 4. Aber honestly, ich weiß es einfach nicht mehr. Es war auf jeden Fall in dieser Finals-Serie. Die Finals-Serie sehen Blur. Diese 6 Spiele laufen vor meinem Auge immer wie ein langes Spiel. Ja, ich kann das voll schwer differenzieren. Ja, hier easy Dunk von DeRozan hatten wir gestern schon in den Highlights, wie der aktuell spielt, unfassbar. Oh. Ey, Hamidou Diallo. Unser Main Man. Nicht Hamadou, Hamidou, oder? Ich dachte immer Hamidou Diallo. Okay, so, wir sind back. Mo Bamba mit dem Dunk. Boy, meint ihr aus Mo Bamba wird noch ein richtig guter Spieler oder nicht?
Ich kann es bei ihm echt nicht einschätzen. Er hat alle Anlagen dafür, aber I don't know. Boah, schöner. Wie viel Zeit hatte Donovan hier bitte, ey? Ja. Ey, guck mal, wie er chillt. Schau mal, wie er richtig seine Steps setzt. Und ja, Mann, ey. Donovan ist auch so einer mit so einer unfassbaren Spannweite. Also der ist eigentlich viel kleiner, als man denkt. Aber er hat diese krasse Spannweite und deswegen spielt er größer, als er eigentlich ist. Ja, krass. Okay, 2 Point. Ey, Jakob. Jakob mit dem Buzzer, yes. Shoutout an unseren Main Man, Jakob Pöltl. Ja, aber gut, wenn du halt auch gar nicht verteidigt wirst. Shoutout an ihn. Früher, wenn ich solche Plays gesehen habe, so als ich noch gar nichts von der NBA verstanden habe, bin ich komplett ausgerastet, wenn ich gesehen habe, dass jemand von der Mittellinie getroffen hat. Ich dachte dann immer, ey, das sind die krassesten Shooter der Welt. Oh. Jalen Green. Und genau deswegen ist er beim Dunk-Contest dabei am Wochenende und genau deswegen freue ich mich da auch so krass auf ihn. Ey, dieser Typ, der ist wie Ja Morant, der wiegt nichts und hat aber like fucking Sprungfedern in seinen Beinen und es katapultiert ihn da einfach immer 80 Meter in die Luft. Krass. Über Precious auch noch. Ah, der war heftig. Die Reaktion von den Fans sind auch immer nice. Okay, Platz Nummer 7, Steph gegen Randall. Oh, oh, das war der MJ-Fake. Das war der berühmte MJ-Fake. Und er hat ihn sogar richtig gebreakt. Ja. Ah, das ist komplett der MJ gegen die Knicks-Moment, als er da gedoppelt wird an der Baseline und dann auch so tut, als würde er darüber gehen, sich dann wiederum umdreht und dann über Patrick Ewing dankt. Das ist exactly der. Wäre witzig, wenn Steph jetzt den so voll ausgepackt hätte wie MJ und gestoppt hätte. Ja. Cool, dass sie den mit reinhaben, weil hat halt nicht zum Korb-Erfolg geführt, aber ist schon wahrscheinlich der Assist of the Year sonst gewesen. Aber der war sehr, sehr stark. Und vor allem hätte der den mit dem Dunk gefinisht. Aber cool, dass sie den reinhaben. Haben sie schon recht. Yo. Nas the Rapper hier singt, if I rule the world. Ich wollte schon selbst gerade irgendeine Referenz mit Nas, dem Rapper, bringen und dann dachte ich mir, nee, das hört er bestimmt jedes Mal oder jeder, der Nas-Read-Highlight sieht, wird irgendeine Nas-Line dann dazu bringen und deswegen habe ich es nicht gemacht und jetzt hat es der Kommentator einfach gemacht. Okay, C gegen Shutdown. Damn. Das ist aus dem Spiel von gestern, oder? Wo wir auf die Josh Giddey Highlights reagiert haben. My man Ayo mit dem Assist. Überragender Mann. Überragendes Bulls-Team einfach. Feier die übertrieben. Hornets sind auch ein nices Team. Uff. Wieso disst die NBA hier Vucevic so? In dem einen Play davor haut er den Monster-Dunk raus und jetzt hier wird er ultra hart aufs Poster gepackt von Kelly Oubre. Uff, rough. Okay, Platz Nummer 2. Okay. Oh, schöner Block von Jokic. Ah, das war dieser Game-Saving-Block, ne? Mm. Jo, ich habe das nur gelesen. Ich habe legit das Play nicht einmal gesehen. Aber ja, Jokic hatte den Game-Saving-Block. Und jetzt darf man nicht mehr sagen, dass Jokic kein guter Verteidiger ist. Okay, oh, Nummer 1. Ja, Mann. Ja, Mann, die hatten wir auch am Sonntag. Es ist so ein mieser Dank, ey. Wir erleben wirklich gerade vor unseren Augen Prime Joel Embiid. Und ich könnte nicht gehypter sein auf dieses Matchup, das er jetzt am Donnerstag hat gegen Giannis, weil zwei dominante Big Men in ihrer Prime, in MVP-Seasons gegeneinander, das siehst du so gut wie nie. Selbst in der NBA-History musst du da lange suchen. Und deswegen freue ich mich da extrem drauf. Und Shoutout an Jared Allen, der die All-Star-Reservisten-Rolle jetzt vollkommen zurecht bekommen hat, nachdem James Harden raus ist für das All-Star-Game.
Aber ja, da hat er mies kassiert. Ich habe da eine komplette Reaction drauf gemacht am Sonntag. Da gehe ich viel mehr auf das Ganze ein. Aber ja, Mann, das waren auf jeden Fall sehr, sehr nice Highlights. Eine echt starke Top 20. Manchmal hat man auch Top 20s oder Top 10s of the Weeks. Also of the Week natürlich nicht, of the Weeks. Und diese hier war wirklich sehr, sehr stark. Also hat mir Bock gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Das war's jetzt von mir. Danke euch fürs Zuschauen, Leute. Haut rein. Peace.